So, und jetzt können wir auch endlich mit unserem Vater reden. Huch! Was war das denn? Du hast mich gerettet. Ich hatte schon befürchtet, für immer da drin gefangen zu sein. Es ist schön, dich zu sehen, aber was machst du hier? Was machst du denn hier? Du hättest getötet werden können. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Dr. Braun am Leben und wahnsinnig ist. Ich hatte gedacht, ich würde nur Notizen oder Holobänder finden. Ich brauchte Informationen über Braun und seine Arbeit am GEEK-Modul. Hast du die Informationen bekommen, die du gesucht hast? Ja, ich habe alle Informationen. Brauns Werk, das GEEK-Modul, war dafür entwickelt worden, die Umwelt an das Leben nach einem Atomkrieg anzupassen. Es ist nicht vollkommen stabil, aber ich bin mir sicher, dass uns die ganze Zeit nur Komponenten dieser Technologie gefehlt haben. Ich muss nach Rivet City zurückkehren. Sobald Madison von dem GEEK-Modul weiß, kann ich sie davon überzeugen, dass es wirklich funktioniert. Musst du zurück nach Rivet City? Ich kann das nicht alleine tun. Madison, Dr. Lee, hat ein Team von Wissenschaftlern, die in Rivet City arbeiten. Dieses Team muss mir helfen. Die Anlage wurde seit Jahren nicht mehr benutzt. Es gibt viel zu tun. Und die Arbeit wird eine ganze Weile lang dauern. Je früher ich nach Rivet City komme, desto früher können Madison und ich uns an die Arbeit machen. Und was ist mit mir? Was soll ich jetzt machen? Ja, was ist mit dir? Wieso bist du eigentlich nicht mehr in der Vault? Wie du dort herausgekommen bist, sagst du mir am besten erst gar nicht. So sehr ich deine Hilfe auch zu schätzen weiß. Du hättest in der Vault bleiben sollen, um dir dort ein Leben aufzubauen. Nicht hier draußen. Du bist einfach gegangen, ohne dich zu verabschieden. Was sollte ich denn tun? Du hättest bleiben sollen. Du hättest in der Vault ein schönes Leben haben können. Doch ich glaube, jetzt ist es zu spät, dorthin zurückzukehren, nicht wahr? Der Aufseher würde uns wahrscheinlich sofort erschießen lassen. Gut, dann musst du eben jetzt mit mir nach Rivet City kommen. Du hast dich auf jeden Fall als fähig erwiesen. Wir hätten auch gar nicht da bleiben können. Sein Verschwinden, ich meine, alle Sicherheitsoffiziere, alle Sicherheit, das gesamte Sicherheitspersonal der Vault hat ja sofort auf uns geschossen, bis auf Gomez, und nur weil er halt ein guter Freund von uns war. Das heißt, wir hätten dort gar nicht bleiben können. Wir mussten fliehen. Es ging gar nicht anders. Okay, ich auf nach Rivet City. Entschuldigung. Das ist mein Mädchen. Beeilen wir uns. Da ich jetzt weiß, was wir brauchen, will ich so schnell wie möglich wieder an die Arbeit. Können wir kurz miteinander reden? Natürlich können wir miteinander reden, mein Schatz. Was hast du auf dem Herzen? Wie konntest du mich einfach so zurücklassen? Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte, dass du in Sicherheit bist. Das hier wollte ich nicht für dich. Ein Leben hier draußen in diesem gottvergessenen Kriegsgebiet. Ich konnte dir nicht sagen, was ich tat, weil ich nicht wollte, dass du mir folgst. Dieser Plan ist allerdings nicht so gut aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Warum solltest du dich solchen Risiken aussetzen? Bist du lebensmüde oder was? Geht es um Mutter? Strengst du dich wegen dem, was ihr zugestoßen ist, so an? Schatz, wenn du nur gewusst hättest, wie viel du ihr bedeutet hast. Sie glaubte an unsere Arbeit und war so fest entschlossen, sie zu Ende zu führen. Sie gab so viel auf, um das Projekt voranzubringen, wie wir alle. Ich will nicht, dass das alles umsonst gewesen ist. Ich glaube, ich verstehe. Ich bin froh, dass wir miteinander reden konnten. Ich bin auch froh, dass wir das besprochen haben, mein Schatz. Obwohl ich es nicht geplant hatte, bin ich froh, dass du bei mir bist. Was ist eigentlich dieses Projekt Purity? Am Anfang war es nur eine Idee. Erinnerst du dich an die Bibelstelle, die deine Mutter so sehr mochte? Kostenloses, sauberes Wasser für alle. Das würde für das Leben aller, die hier im Ödland leben, einen gewaltigen Vorteil bedeuten. Im Lauf der Zeit entstand aus dieser Idee heraus der Aufbereiter, der allerdings nicht mit dem Aufbereiter in der Vault verglichen werden darf. Dieser Aufbereiter war riesig und konnte Millionen von Litern gleichzeitig reinigen. Als Standort benutzten wir das alte Jefferson Memorial im Tidebecken von Washington.
Ich hoffe, dass du in naher Zukunft erleben wirst, wie es läuft. Was ist mit Projekt... Was ist mit Projekt Purity geschehen? In dem Jahr vor deiner Geburt wurde es schwierig. In der Stadt hatte es immer Probleme mit Mutanten gegeben. Aber es wurde noch schlimmer. Sie griffen immer häufiger und brutaler an. Die Unterstützung für das Projekt schwand dahin, als wir keine Erfolge vorweisen konnten. Und der Fortschritt stagnierte. Dann kamst du zur Welt. Na toll. Deine Mutter und ich besprachen, was wir bei deiner Geburt tun würden. Doch dann starb sie. Und ich musste mich entscheiden. Ich beschloss, zu gehen. Soviel ich weiß, ging danach alles sehr schnell. Es wurde für die anderen zu gefährlich, da zu bleiben. Daher wurde das Projekt aufgegeben. Dr. Lee ging mit ihrem Team an den Ort, aus dem später Rivet City wurde. Und seither ist es um das Projekt Purity still geworden. Wie ist Mama wirklich gestorben? Ich verstehe, dass du Grund dazu hast, sehr viele Dinge in Frage zu stellen, die ich dir im Lauf der Jahre erzählt habe. Aber deine Mutter... Ich habe dir über das, was geschehen ist, nie etwas vorgelogen. Kein einziges Mal. Sie ist bei deiner Geburt gestorben. Das war eine schwere Zeit. Sie hat sich so darauf gefreut, dich zu sehen und dir ein Zuhause zu schaffen. Falls du mir auch sonst nichts glaubst, dann glaube mir wenigstens, dass sie dich über alles geliebt hat. Was soll eigentlich das ganze Trara ums Wasser? Klingt ein bisschen doof, aber ich frage trotzdem mal. Die Vault, in der du aufgewachsen bist, hat ein eigenes Wasseraufbereitungssystem. Sauberes Wasser war nie ein Problem. Hier draußen ist das anders. Hier draußen ist das Wasser nie sauber und fast immer verstrahlt. Es ist kaum dazu geeignet, als Grundlage für normale Lebensformen zu dienen. Wenn wir das ändern können, hat die Menschheit tatsächlich eine Chance, den Wiederaufbau zu schaffen, um wieder ganz von vorne zu beginnen. Gut, ich muss los. Pass gut auf dich auf, Schatz. So, falls er jetzt redet, verfolgen wir ihn einmal kurz bis zur nächsten Zelle. Also bis zum nächsten Ladebildschirm. Und dann gehen wir zurück und gucken uns noch ein bisschen durch die Vault. Gucken uns noch ein bisschen die Vault an. Aber er scheint nichts zu sagen. Nichts zu reden. Oder kommt da noch was? Nein, kommt nicht. Gut, dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen die Vault an. So, hier vorne hatten wir ja schon alles. Akribisch abgesucht. So, ab hier. Hallo, Oberhin. Es tut. Ich klicke einfach die ganze Zeit eh. Aber ich bin gerade nicht in der Lage für ein Schwätzchen. So, wo fangen wir denn an? Fangen wir doch mal unten an. Grad. Einwohner benötigt dringend medizinische Behandlung. Stresslevel nicht verfügbar. Einwohner benötigt. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich überall der Fall sein. Jupp. Alles klar. Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Eine Art Serverraum. Das könnte die Tranquility Lane hier sein, die eigentliche. Das Programm. Jetzt können wir ja wieder etwas Licht machen. So. Equipmentraum. Schwer. Ja.
Ja, normalerweise hatten wir ja immer durchschnittlich und da ging es schneller. Okay, alles gut. Vortex, Zugangsluke öffnen. Okay, Kampfhelm, Kampfrüstung. Kampfhelm auch? Nee. Aufklärungsrüstung, Aufklärungshelm, Lederrüstung. Kennwort für das Aufseherzimmer. Oh Gott, wir haben schon wieder so viele Notizen. Nee, legendär hatten wir schon. Das hatten wir doch auch schon. Das auch. Diagramm Gleisgewehr. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und Kennwort. Ja. Laserrifle. Viele Mikrofusionszellen. Granaten und so. Wir haben genug Geld. Ich habe das ja sonst immer nur wegen dem Geld mitgenommen. So. Pfeil. Und ansonsten nichts. Wir sind ziemlich schwer noch, ne? Was haben wir denn alles mit? Medex, Stimpack, aufbereitetes Wasser. Stimpacks, das kann ich nicht aufheben. Gut. Und jede Menge medizinisches Material. So, da ging es hoch. Wo geht es da lang? Da Hallo, oben sind auch noch Frau. Sachen. Atrium, Klinik. nee, da waren wir, ne? Nee, stimmt, da ging es hoch. Da, okay. Das ist die Klinik. Messer. Söldner Feldoutfit. Nochmal eine Kampfrüstung. Kann ich die ja eigentlich auch gleich. Ranger Kampfrüstung. Reparieren und. Ja, komm. Was soll der Geiz? Wir behalten die Vault-Uniform mal noch an, solange wir hier unten sind. Och, komm. Wir haben sie ja bis jetzt gesammelt, also warum nicht? Klinik. Mantids. Stützbandagen. Söldner Unruhestifter-Outfit. Lederrüstung. Was ist denn der Unruhe? Ach, das Ding. Sieht ja eigentlich gar nicht mal so übel aus. Aber brauche ich nicht. Also weg damit. Du siehst aus, als könnte man dich benutzen. Schmutziges Wasser. Was macht schmutziges Wasser denn hier unten? So, das hier hatten wir jetzt. Dann mal da vorne gucken. Entschuldigung. Aufseher-Office, da geht's auch noch lang. Mal gucken. Overseer's Office. Moment. Das heißt, das hier geht nach unten, ne? Diese Tür. Ja, das muss die sein. Zugangscomputer. Vault-Tag Zugangsluke öffnen. Und da haben wir ihn, Dr. Brown. Ja, no longer authorized to use the Tranquility Lodges. Das heißt, ich kann ihn da jetzt auch nicht rausholen. Gut, er sieht so schon wie ein alter Mann aus. Das heißt, er wäre jetzt wie alt? 260, 270 Jahre? Was noch? Ein Spind, sein Arbeitstisch, ein Koffer und überall Server. Ich denke mal zumindest, dass es Server sind. Ja, Braun. Scheiße gelaufen, ne? Wo ist eigentlich sein Überwachungsmonitor? Muss er doch eigentlich auch haben.
Na gut. Auch sogar mit einer Matte hier vorne, ne? Na gut. Hallo, gnädige Frau. Jo, moin. Ja, dann haben wir uns das auch angeguckt. Und würde ich mal sagen, dann gehen wir, ne? Hallo, gnädige Frau. Die sind aber auch alle höflich. Gut, dann ziehe ich auch mal wieder die Kampfrüstung an. Smith Casey ist bereit. Chinese Assault Rifle. Was nehme ich denn? So. Er scheint aber nicht zu reden, deshalb werde ich das Ganze mal etwas anders gestalten und wir schnell reisen dahin. Weil wenn er vielleicht sterben sollte, ich weiß es ja nicht, ob das überhaupt geht. Er ist ein wichtiger Charakter. Aber ich gehe jetzt mal kein Risiko ein. Deshalb lassen wir einfach Zeit verstreichen. Okay. Jetzt sag nicht. Huch. Der ist aber noch nicht weit gekommen. Was ist, wenn wir eine Stunde warten? Oha, er ist aber sehr langsam. Na, wo ist er jetzt? Fast da. 2 Stunden noch? Hä? Was? Nee, warten bitte. Nochmal 2 Stunden. Und jetzt ist er direkt drin. Ich fasse es nicht. Gut. Meinetwegen. Da ist er. Ladebildschirm um Ladebildschirm. Er hat aber auch nur eine 32er Pistole mit dabei, ne? Revolver. Ach ja, wir müssen es immer noch sagen. Ah, stimmt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Wurde denn... Nee. Ist nicht mehr hier. Das ist... Das finde ich doof. Ja. Hätten wir fast vergessen. Ich sagte doch, es würde funktionieren, Madison. Und jetzt kann ich es Ihnen beweisen. James, Sie sind zurück. Und zwar mit guten Nachrichten. Ich hatte recht, was Braun und das GEEK anbelangt. Wenn wir eines finden... Nehmen wir den Aufbereiter in Betrieb. Ich möchte Ihnen ja glauben, James. Wirklich. Aber es kommt alles so... so plötzlich. Madison, ich sage Ihnen, es wird funktionieren. Ich habe mit Braun selbst gesprochen und er hat es bestätigt. Verstehen Sie? Das ist unsere Chance. Ich weiß nicht, James. Es sind so viele Jahre vergangen. Ist es den Versuch wirklich wert? Die Aussicht, die Lebensumstände jedes einzelnen Ödlandbewohners zu verbessern, ist allemal einen Versuch wert. Was könnte wichtiger sein? Sie haben nichts von Ihrer Leidenschaft eingebüßt, was, James? Für mich ist das hier wichtiger denn je, Madison.
Und ich weiß, dass es Ihnen auch wichtig ist. Bringen wir es gemeinsam zu Ende. James, wir haben keinen GEEK. Ich kann ein Team zusammenstellen, aber wir müssen beweisen, dass es funktioniert, damit die Leute uns glauben. Ich weiß, daran habe ich auch gedacht. Im Labor stehen ein paar Vorkriegscomputer, die wir damals gefunden hatten. Vielleicht bringen sie uns etwas. Den letzten Berichten zufolge gibt es keinen Strom in der Anlage. Auch wenn einer der Computer eine Datenbank hätte, wäre kein Zugriff möglich. Deswegen gehen wir jetzt gleich rüber und tun unser Bestes, um das Ding in Betrieb zu setzen. Sie wissen, wenn mich jemand anderer als Sie darum bitten würde, würde ich ihn eigenhändig aus River City rauswerfen. Sie wissen, dass ich nicht hier wäre, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es funktionieren wird. Es ist soweit, Madison. Zur Hölle mit Ihnen, James. Wenn das hier vorbei ist, schulden Sie mir einen Drink. Ich werde die Mannschaft zusammentrommeln. Vielen Dank, Madison. Es ist schön, wieder mit Ihnen arbeiten zu können. Brauchen Sie etwas? Was war das denn? Ja, und jetzt? Reden wir mal mit ihm. Wir müssen zum Projekt Purity zurück. Mit dem Computer dort haben wir die beste Chance, ein GEEK-Modul zu finden. Wird das nicht gefährlich? Wahrscheinlich wird es gefährlich, aber wir müssen es versuchen. Es ist wirklich wichtig für die Menschen im Ödland. Wir müssen die Angst besiegen. Wir müssen sofort aufbrechen. Kommst du mit? Jawohl, ja. Das ist mein Mädchen. Es wird schön sein, Seite an Seite mit dir zusammenzuarbeiten, mein Schatz. Gut, aber erst sage ich immer, dass er sich verpissen kann. Je schneller Sie meinen Besitz auftreiben, desto schneller komme ich hier raus. Wirklich wahr? Wie kann ein Mensch bloß so leben? Ich habe den Androiden gefunden, Harkness. Nein. Sein Gesicht wurde hier operiert, in River City, von einem gewissen Pinkerton. Nein, nein. Ich habe die Androiden-Komponente wahrscheinlich in Megaton abgeladen. Verdammt! Okay, wo muss ich jetzt hin? Wieder nach da. Gut, ich gehe nach Megaton, gucke, ob ich da die Androiden-Komponente aus Versehen abgeladen habe. Dann komme ich hier zurück, beende das endlich, bevor ich es wieder vergesse. Weil die Mission war abgeschlossen. Mal ganz im Ernst. Das war... Naja. Mission abgeschlossen und damit war es aus meinem Kopf raus. Hallo. Gibt es in dieser Gegend Ärger? Hallo, mein Schatz. Huch. Ja, hi. So, die machen sich jetzt auf den Weg dahin. Bevor sie auf den Weg dahin sterben, mache ich schnell Reisen. Hallo. So, moin. So, jetzt mal gucken, war ich wirklich so blöd und habe die Androiden-Komponente hier abgeladen? Hab ich? Stimmt, die Stärkepuppe. Ja, habe ich. Gut. So, die kommen da rein. Alles klar. Ich hätte wirklich gedacht, dass ich das schon gemacht hätte oder dass das abgeschlossen wäre und dass die Androiden-Komponente halt wirklich nur deshalb noch da wäre. Naja, so eben als Erinnerung. Wie jetzt der Geomapper. Haben wir den Geomapper noch, den wir von den Rangern bekommen haben? Geomapper, ja, gut. Es wäre auch ein starkes Stück gewesen, wenn nicht.
Ich werde meine Androiden nicht zurückbekommen, wenn ich den ganzen Tag nur rumstehe und schwatze, oder? Ja, du kannst dich ja selber mal auf die Suche machen. Der Androide ist tot. Hier, eine interne Komponente. Was? Zeigen Sie her. Das ist ein Neuroservo. Das hat nur der A321. Sie sagen, Sie haben das aus seiner Leiche? Anders hätten Sie das wohl auch nicht kriegen können. Verdammt. Ich hatte befürchtet, dass es so kommen würde. Hier in diesem Ödland. Nun gut. Hier haben Sie 50 Kronkorken für Ihre Mühe. Kaufen Sie sich damit ein bisschen Wissen. Hier draußen in dieser Hölle. Auf Wiedersehen. So, und jetzt hauen Sie bitte ab. Wir wollen Sie hier nicht. Gut, haben wir das auch. Hey, halt, Moment. Ein bisschen mehr Vorsicht wäre angebracht. Ja, wenn ihr eure Sachen hier einfach so rumstehen lasst, zum Beispiel mal ein bisschen durchfegen. Hier, überall alte Zeitungsschnipsel. Das kann man doch mal wegmachen. Die Dinger richtig gerade hinlegen und davor. Das geht doch auch. Also wirklich. Und was macht so ein Betonklotz hier? Hier rein damit. Man kann auch mal ein bisschen aufräumen. Also wirklich. So, ich bin jetzt mal so faul. I don't want to set the world on fire. I just want to start